Einen schönen Tag. Mein Name ist Christoph Janatsch, ich bin Autor, lebe in Niederalm bei Salzburg und soeben ist mein Buch Ansichtskarten vom Meer erschienen. Es ist eine Gedichtsammlung von politischen Texten, die sich mit Emigrantentum, Flüchtlingsschicksalen, mit den Themen Vaterland, Festung Europa, Heimat beschäftigen. Also mit Themen, die leider jetzt in der Pandemie etwas untergegangen sind und insofern ist dieses Buch, denke ich, von besonderer Aktualität. Ich lese drei Beispiele daraus. Woher wir kommen? Hier also stehen wir, tief unter dem Horizont unser Sehnsuchtsland, von dem wir wissen, es gibt es, muss es geben, sonst wären umsonst die Fahrt gewesen und die Wüstenwanderung. Noch gibt es Küste und festen Boden. Morgen werden uns treiben der Wind und das Meer und unsere Sehnsucht. Fest steht, wir werden landen. Wo, ist ungewiss. Auch denken wir nicht an die dunkle Möglichkeit, Strandgut zu werden. Wenn wir das täten, keiner würde es wagen, hinauszufahren. Die Römer nannten Europas äußersten Rand das Ende der Welt. Da irrten sie sich. Das Ende der Welt liegt dort, woher wir kamen. Aus dem Norden. Sie kamen herab, hatten die Grenze passiert ohne Kontrolle. Hupend und winkend kamen sie. Manche hatten die Fenster offen, johlten und streuten in ihrer fremden Sprache Wortkonfetti aus, die jeder verstand. Denn das Lachen benötigt kein Übersetzen. Wir am Straßenrand winkten und lachten zurück, hießen willkommen, die Tage zuvor noch fremd und feindlich schienen. Ihre Euphorie wirkte ansteckend. Die Parade rauchender, stinkender Wagen war kein Karneval, auch wenn dieses Defilé Faschingszüge trug. Es war der Aufmarsch von Gefängnisinsassen, die sich auf einmal offenen Toren gegenübersehen und es nicht begreifen, und eine Falle vermuten, bis sich langsam Erkenntnis einstellt. Dann bricht der Damm ein und alles stürzt nach draußen. Wir waren Zeugen dieses Theaters, winkten und applaudierten aus Überzeugung. Aus Überzeugung schließen wir jetzt die Tore wieder. Und wieder fallen Grenzbalken, wachsen Stacheldrahtzäune und sprießen Mauern, diskutieren wir Quoten und Statistiken, beziehen Stellung auf alten Türmen, argwöhnisch beobachtend unsere Zukunft. Ich wünsche Ihnen unverwirrte Tage und bleiben Sie poetisch.